Während der Verkehr durch die eine Röhre rollt, wird in der anderen gearbeitet. Es wird gegraben, gesprengt und jede Menge Kabel werden verlegt. Der Hiefler und der Ofenauer Tunnel sollen nach den Bauarbeiten zu den modernsten Europas zählen. Damit das gelingt, dazu tragen auch Nikolaus Felder und seine Kollegen ein großes Stück bei. Das Wichtigste von unserer Seite, also von der Salzburg Netz GmbH, ist, dass wir die Betriebssicherheit aufrechterhalten. In die neuen Tunnelröhren kommt eine neue Mittelspannungsleitung rein, sprich 30 kV-Leitung, die unsere neuen Trafostationen, die jetzt gebaut werden, verbinden. Wir fahren ein neues Ringsystem, ein redundantes System. Redundant heißt, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Fehler irgendwo in Goling hätten und dadurch auf der Villacher Seite der Strom ausfallen würde oder umgekehrt, können wir auf beide Seiten immer anspeisen. Das heißt, wir können gewährleisten, dass wir immer einen Strom zur Übergabestelle bringen. Von den Bauarbeiten bekommen die vorbeifahrenden Autofahrer wenig mit. Doch es wird fleißig gearbeitet, rund um die Uhr. Aktuell in der Phase passiert Folgendes, dass wir quasi die Tunnel komplett entkernen, sage ich mal. Es ist die komplette Elektrotechnik jetzt entfernt worden. Und es kommt dann im Zuge dieser Generalsanierung, Generalerneuerung, einmal alles neu, was die Elektrotechnik und die maschinelle Ausrüstung betrifft. Rollen, Sicherheitstechnik, Überwachungstechnik. Es ist später dann der Tunnelvorraum, die Fahrbahn, lückenlos Kamera überwacht zum Beispiel. Wir haben entsprechende Beleuchtung, Sensorik, wir messen Verkehrswerte. Wir haben, was ganz wichtig ist, natürlich auch eine Lüftungsanlage, die auch im Brandfall eine enorm wichtige Rolle spielt. Es steckt einiges drin. Vor allem viele Kabel. Um das ein bisschen greifbar zu bringen, man hat gut 800 Kilometer Kabel, wenn man sich das vorstellt, es ist von da bis knapp Paris, wo man kommt, an der Verkabelung, was nur in 5 Tunnels, also in 10 Röhren quasi nicht verbaut wird. Ohne Strom würde nichts funktionieren, weder im späteren Betrieb noch jetzt während der Generalsanierung. Während der Bauzeit haben wir sogar Notstromaggregate aufgestellt, damit wir keine Ausfälle bzw. Tunnelsperren haben. Versorgungssicherheit ist essentiell, damit alles reibungslos abläuft und der Zeitplan eingehalten wird. Im Juni 2025 soll der Verkehr wieder durch alle Tunnelröhren rollen. Nikolaus Felder ist stolz darauf, etwas dazu beizutragen und dass er für zuverlässige Energie sorgt. Mir gefällt die Abwechslung von meiner Arbeit. Es ist eigentlich, wenn man jetzt zum Beispiel auch wirklich eine Störung hätte, taugt es mir, wenn wir wieder den Strom zu den Leuten bringen, dass wir die Kunden auch wieder im Prinzip versorgen. Sie freuen sich, wir freuen uns auch, weil du kannst dann nämlich aus der Arbeit noch ein gutes Gefühl rausholen. Und das ist eigentlich das Hauptding, was mir eigentlich meine Arbeit sehr taugt.